willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind hier auf dem Foot World Cup Account und wie schon angemerkt, wir sind schon wieder im Finale, zum dritten Mal hintereinander. Und ja, es wäre natürlich relativ nice, wenn wir jetzt zum dritten Mal hintereinander den WM-Pokal holen. Dafür werde ich allerdings das Team ein wenig abändern. Und ich denke, wir gehen auf ein altbewährtes 4-4-1-1. Ja, ihr kennt es mittlerweile, aber ich glaube wirklich, dass wir damit die größten Chancen haben. Ich werde wahrscheinlich wieder bitchig den lieben Herrn Ronaldo in Mittelsturm stellen. Ja, wie schon gesagt, ist halt ein bisschen bitchig, aber naja. Wenn es effektiv ist, ist es mir relativ egal, ob das bitchig ist. So, vorne, da müssen wir natürlich mal ein bisschen überlegen. So, Robben kommt über rechts. So, was haben wir sonst noch, was wir eventuell brauchen? Auf der Bank weiß ich noch nicht, ob wir davon was brauchen. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier mal Europa, die Sache voll. Auf jeden Fall kommt der liebe Herr Marquisio ins ZM. Und daneben werden wir wahrscheinlich Modric aufstellen. Ja, machen wir. So, dann jetzt noch in die Innenverteidigung. Da fehlt uns noch, ach, da war er schon. Nämlich der liebe Herr Jones. Der kommt noch mit dahin. Die gute alte englische IV. So, Rechtsverteidiger. Könnten wir natürlich auch mal einen Lichtsteiner testen. Ich meine, da hat mir der Joao Pereira echt gut gefallen. Aber wo ist denn der hin? Der ist doch Portugiese. Oder habe ich den noch hier auf der Bank? Ja, da ist er. Der hat mir echt gut gefallen. Und ich glaube, den werde ich da auch nochmal testen. Auf die Linksverteidigerposition kommt der Jordi Alba. So, jetzt linkes Mittelfeld. Wen hatten wir da immer stehen? Ich glaube, Marco. Ja, ich glaube für... Oh, Alter, der hat schon abnormale Werte, muss man natürlich sagen. Ja, komm, dann geben wir dem Ede nochmal eine Chance. So, und vorne im Sturm, wen stellen wir da? Da habe ich so ein bisschen meine Probleme, muss ich sagen. Ich glaube, ich werde mal Lukaku reinstellen. Ich mache einfach mal einen Romelu rein. Romelu Lukaku. So, jetzt gucken wir mal hier nochmal. Dem De Rossi gebe ich, glaube ich, mal einen Vertrag und packe den auf die Bank. So, falls wir dann nochmal irgendwie ein bisschen Stabilität brauchen. Figuli kann, denke ich, mal raus. Ansonsten, wen können wir hier noch mit einsetzen? Ja, mache ich mal hier ganz kurz den Europa-Filter raus und filtern wir mal alle. So, Suarez können wir auf jeden Fall nochmal auf die Bank setzen. Nkulu kann auch raus. Dazu können wir dann vielleicht nochmal wen reinmachen. Reus eventuell. Hulk, okay, jetzt brauchen wir aber noch einen IV und dafür machen wir einen Lahm raus und packen einfach mal Thiago Silva rein, scheiß drauf. So, Mandzukic haben wir auch noch mit dabei, falls Lukaku nicht so gut da vorne abgeht. Wieso hat denn Ronaldo jetzt eigentlich, achso, genau, er braucht noch seinen Trainer, dann hat er nämlich wieder 6. So, Europa, wen machen wir mal rein? Machen wir einfach ein Bento rein. So, jetzt hat er auf jeden Fall 6, genau. Und einen Keeper müssen wir natürlich auch noch austauschen. Und ja, werden wir mal Casillas eine Chance geben. Haben wir jetzt neulich erst gezogen. Und dann gucken wir mal. So, fitnessmäßig sieht das bis auf 2 Jungs ganz gut aus. Der Modric, dem sollten wir mal eine Karte geben. So. Und dem Jones gebe ich, glaube ich, auch nochmal eine. So. Okay, wer ist jetzt da vorne drinne? Lukaku, ne? Ich glaube, dem werde ich nochmal eine Push-Karte geben. Wurde ich das letzte Mal auch gefragt. Ich habe noch nie irgendwie einen Unterschied mit den Push-Karten gemerkt. Natürlich sehen die Stats danach krass aus. Aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemerkt. Und deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich was bringt. So, jetzt suchen wir uns hier einen Gegner. Und ich hoffe mal, es geht relativ schnell. Da es WM-Finale ist, könnte es natürlich ein bisschen dauern. Aber dann werde ich die Sache halt cutten. Ist jetzt auch nicht so das Problem. Und dann hoffe ich mal, dass wir im dritten Anlauf direkt zum dritten Mal den Titel holen. Das wäre schon relativ nice. Da jute alte Hattrick. Aber vielleicht fliegen wir jetzt auch raus. Kann natürlich auch passieren. So, Gegner. Ja, erstmal schwankt es jetzt auf Rot. Da müssen wir natürlich erstmal gucken. Ja, nee, dagegen werden wir nicht spielen. So, er möchte anscheinend spielen, aber dagegen möchte ich dann nicht spielen. Sah erst ganz gut aus, weil es erst grün war, aber dann ist es ja relativ schnell auf Rot geschwankt. Wollen wir mal hoffen, dass der Icker hier... hat er eigentlich ein Upgrade bekommen, der Casillas? Ja, ist wahrscheinlich hier wieder der gleiche.
Ja, ist schon wieder der gleiche. Ich würde sagen, ich suche einen Gegner, hole euch wieder rein. Das ist, denke ich mal, das Beste. Also bis gleich. Puh, Alter, nach 20 Minuten habe ich jetzt mal einen Gegner gefunden. Aber, naja, wenigstens einen gefunden. Und wir spielen gegen Bitch Theke, dazu noch Lukaku, Götze, David Villa, Sterling, Marquisio, Khedira, Ramos, Kompany, Chiellini und den lieben Herrn Akinfeev müsste das sein. Ja, Kompany hätte ich langsam auch mal ganz gerne. Aber bis jetzt wollte er noch nicht kommen. So, was spielen wir nochmal für eine Formation? Muss ich erstmal überlegen. So, der Herr wechselt jetzt anscheinend nochmal. Gehe ich jetzt mal von aus. Wahrscheinlich hat er da vorne noch was rumliegen. Zum Beispiel so ein Ronaldo oder so. Oh, Anstoßtrick. Habe ich mal wieder vergessen. Aber ist, glaube ich, ein bisschen zu spät zum Verteidigen. Jordi Alba macht das aber gut. Ist der nicht auf der falschen Seite? Hä? Jordi Alba müsste doch eigentlich auf der anderen Seite sein, oder? Liege ich da jetzt ganz falsch? Hier vorne drüber. Auf Cristiano Ronaldo. Hüpf. Ach, shit. Christo schön seinen Körper dazwischen gepusht, aber leider nicht genug. So, und Mandzukic kommt aus dem Abseits. Ah, habt ihr vielleicht gesehen? Ja, die Gegnersuche hat so unglaublich lange gedauert, dass ich in der Zwischenzeit mir dann überlegt habe, doch mit Mandzukic zu spielen. Ich habe Mandzukic auch eine Pushkarte drauf getan, aber wie schon gesagt, ich glaube, ich werde davon eh nichts merken. Deswegen ist es eigentlich relativ Latte. So, ich spiele erstmal hier auf die Außen. Modric, ziehen wir mal weiter. Push-Taste von Modric klappt ganz gut, aber dann zieht noch der andere an mir rum und wir kriegen hier den Freistoß. Den will der Arjen in die Mitte bringen, dann lassen wir ihn doch mal. Da steht Mandzukic und gibt, glaube ich, einen Abstoß, weil Christo grätscht da irgendwie nochmal rein, aber leider grätscht er ihn ins Aus. Hüpf, danke. Ja, Marquisio. David Villa. Schön vom Robben nachgesetzt. Leider kommt er dann wieder zum Gegner, der Ball. So, Alexis. Ja, macht er eigentlich nicht gut, weil er es direkt in mich reinmacht. Hat dann halt ein bisschen Glück. Und da semmelt er mich wieder um. Ja, komm. Mal weiter hier. Alexis hier nochmal mit der gelben Karte. 10 Minuten rum. Scheint mir auf jeden Fall kein schlechter Gegner zu sein. So, schauen wir mal. Was machen wir hier am besten? Ich glaube, ich spiele mal lieber nach da vorne. Ich meine, wir haben ja mit Ronaldo und Mandzukic welche, die köpfen können. Ja, ganz genau. Und das können sie sogar sehr gut. Cristiano Ronaldo, Finesse, 1:0. Ja, da hat das ziemlich gut funktioniert mit dem langen Ball auf Mandzukic, der direkt auf Ronaldo weiterlegt. Und ja, wenn ein Keeper rausholt und Ronaldo Finesse setzt, dann muss er halt drinne sein. Ich meine, er hätte mich ehrlich gesagt nicht gewundert, wenn er nicht drinne gewesen wäre. Oh, hier... Mal schnell hier Anstoßtrick verteidigen. Ich habe mir eigentlich einen Spieler bereitgestellt. So, und dann spielt er uns hier in die Füße. Aber Ronaldo lässt sich leider vor Marquisio ablaufen. So, Sterling. Kleiner Berber-Spin. Jetzt geht's hier nach vorne. Götze. Müssten wir haben, haben wir. Arjen Robben. Schirm mit nach hinten gearbeitet. Jetzt hier vorne nochmal auf Mandzukic durch. So, und jetzt kurzer Haken. Durchgechippt, Luca, oh, den hätte ich vielleicht erstmal annehmen sollen. Es war zwar so geplant, aber es hat einfach nicht so geklappt, wie ich es wollte. So, Dr. Prinz FC drückt nochmal Pause. Will vielleicht hier irgendwas umwechseln, das kann ich euch nicht sagen. Stimmt, eigentlich könnten wir jetzt auch Suarez reinbringen oder so. Na, eigentlich hat der Mandzukic ja nochmal so eine Chance verdient. Ich meine, er hat mich ja eigentlich... nie unbedingt nicht überzeugt. Aber irgendwie in dieser Formation in den letzten 2-3 Spielen war er, glaube ich, auch nicht unbedingt erfolgreich. Aber allgemein war irgendwie kein Stürmer in dieser Formation im Sturm dann noch bei mir erfolgreich. Eher so die Flügelspieler und... Ja, kurz die Fresse halten. Kurz hier zurück zum Keeper und raus das Ding. Hüpf. Na, Mandzukic. Und vor allem, ich glaube, wir haben ja auch durch Mandzukic dieses... wenn der Mandschu da gerade durchläuft. Aber Christo... Kurzer Haken, Cristiano Ronaldo. Ja, da kann man dann überlegen, war das dumm, dass ich da nochmal kurz um den einen Abwehrspieler rumgehen wollte oder nicht? Ich glaube, es war nicht dumm, weil wenn der Ball durchgeht, ist er, glaube ich, 100% drinne. Und wenn ich sofort schieße, weiß ich gar nicht, ob der Ball aufs Tor kommt.
Deswegen sage ich jetzt mal gar nicht so die dümmste Idee. Oh, Sammy Khedira hier. Oh, das wäre ärgerlich gewesen, aber wird nichts. So, Eckball. Er spielt auf defensiv. Oder sogar sehr defensiv. Und ja, das ist dann einfach nur so unglaublich bitter, muss man sagen. Wenn der Gegner seine erste Chance hier bekommt mit einer Ecke und auch noch auf sehr defensiv spielt und trotzdem das Ding reinmacht. Oder auf defensiv. Defensiv ist es Minimum, weil er nur drei Leute vorne drinne stehen hat. Daran sieht man das ganz gut. Ist halt nicht unbedingt verdient. Aber ist okay, ist halt so. Ich meine, wir machen ja auch Eckballtore. Deswegen geht das schon in Ordnung. So, Joa Perea. Schön von Mandzukic nachgesetzt. Robben nochmal auf die Außen. Wieder auf Perea. Stehen alle unsere Jungs in der Mitte. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Danke dir. Direkt wieder der Ausgleich. Ronaldo mit seiner zweiten Bude hier. Ja, als Mittelstürmer gefällt er mir, der Junge. Ist immer da, wo er sein soll. Oh, hier Anstoßtrick. Ja, ich glaube... Lächerlich einfach nur. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Naja, die Leute können es halt nur mit dem Anstoßtrick. Und gut, ist die Sache. Muss man nichts gegen sagen. Seine zwei Tore sind halt beide sehr lächerlich. Eckball, na gut, Eckball, wie gesagt, passiert mir ja auch mal. Aber Anstoßtrick ist halt einfach nur abnormal bitchig. Und so können es die Leute halt nur. Naja, dann kriegt er halt auf den Sack. Müssen wir uns jetzt hier wieder pushen. Ach, es regt aber trotzdem abnormal auf. Muss man einfach so sagen. Können nicht normal nach vorne spielen, sondern brauchen so einen abgefuckten FIFA-Bug, den sie nutzen. So, Marquisio. Jetzt muss ich auf jeden Fall den Rage aus mir rauslassen. Das ist ganz wichtig. Weil ich will natürlich dieses dritte Finale hintereinander gewinnen. So, Götze. Schön von Modric mit nach hinten gearbeitet. Der Pass aus der Abwehr ist natürlich nicht gut. So, Benteke, Schusstäuschung, Sterling. So, da bin ich wieder. Es tut mir leid, irgendwie hat sich die Tonaufnahme aufgehangen. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ich hoffe, ich kriege das alles synchron wieder zusammengeschnitten. Und ja, ich hoffe mal, ihr habt das Tor von mir noch gesehen zum 3:2. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das noch drinne ist. Ich kann es euch nicht genau sagen, aber ich hoffe es, wie gesagt, mal. Vielleicht machen wir jetzt hier noch das... Oh, Ronaldo, Alter. Kurz vor der Halbzeit wäre nochmal das wichtige 4:2 gewesen. Aber das Ding ist halt platziert wie was weiß ich. Komm, Mandzukic. Hm, vielleicht nochmal in die Mitte irgendwie. Hm, jetzt kriegen wir wahrscheinlich erst nochmal einen Konter. Ganz genau. Über David Villa hier. So, laufen wir mal hier alles mit nach hinten. So, Alexis Sanchez auf Benteke. Macht der Cahill gut, macht den mittleren Weg zu. So, hier spielen wir mal weiter auf dem Eden Hazard auf die Seite, aber jetzt pfeift er zur Halbzeit. Ich hoffe mal, ihr habt, wie gesagt, noch das 3:2 gesehen. Ja, wir sind auch eigentlich überlegen. Also ich meine, man muss halt alleine nur seine Tore angucken. Das ist halt einmal eine Ecke gewesen. Gut, das passiert uns auch. Und das zweite war der Anstoßtrick. Also ich würde auch sagen, es wäre eher so ein 3:1 verdient gewesen. Aber ist halt nicht so und deswegen müssen wir uns jetzt hier pushen. Wäre natürlich sau wichtig gewesen, eben hier mit Ronaldo noch das Ding zu machen. So, und wie gesagt, ich kann euch jetzt halt auch nicht sagen, was ihr jetzt verpasst habt, weil ich bis jetzt noch nicht weiß, fuck, was ein Schuss, Alter. Hazard, wieso hast du 93 Schuss und schießt so wie eine richtige Flasche aufs Tor? Ich hoffe mal, die Tonaufnahme ist abgebrochen, keine Ahnung, so kurz, bevor ich es gemerkt habe. Ansonsten werde ich wahrscheinlich den Part sozusagen rausschneiden, wo ich nicht rede. Oder ich lasse es drinne. Ich weiß es nicht. Wenn in den Minuten das Tor fällt, dann sollte ich es natürlich drinne lassen. So, jetzt hier vorne Ronaldo durchgechippt. Ronaldo gegen die Laufrichtung von Chiellini. Klappt leider nicht ganz. Chiellini kriegt irgendwie noch das Bein nach hinten. Ah, eigentlich hier abgefangen von Modric. Ronaldo, ganz genau da sollte er hin. Eden Hazard am Tor vorbei. Ah, schade. So, weiter geht's hier. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal das 4:2. So, er scheint ja ein bisschen auf Lack gebürstet zu sein und bei ihm scheint einiges zu klappen. So, was ist jetzt los? So, Alexis Sanchez zieht über die Außen durch.
Pirea macht das, naja, einigermaßen in Ordnung. Alexis Sanchez hat er ganz hübsch gemacht. Gott sei Dank geht das Ding nicht rein und jetzt sehen wir wahrscheinlich wieder, er hat auf defensiv seine Ecke und macht trotzdem Eckballtor. Danke, Ika. So, da vorne wäre wer von uns. Casillas hat jetzt nicht den besten Abschlag, aber vielleicht, nee, leider nicht. Sami Khedira sichert hinten ab. Schön vom Arjen Robben, zieht durch. Arjen Robben, ach man, Robben, mach den doch, Alter. Ah, extra schön auf den linken gelegt, das Ding. Komm, da lass uns auch mal eine Ecke machen. Wenn er es machen darf, oh. Ich glaube, Jones war es, nee, Cahill war es. Der das Ding hier relativ knapp am Tor vorbei fackelt mit seinem Köpfchen. So, Sterling hier. Pace über die Außen. So. Götze. Ja, ein bisschen hinten mitgenommen. Alexis Sanchez. Marquisio. So, nochmal auf den Götze. Müssten wir haben. Haben wir auch. So, spielen wir auf die Außen, aber der war nicht gut auf die Außen gespielt. Nochmal ein weiter, Cristiano Ronaldo, kurzer Haken, Robben. Hat aber irgendwie so einen komischen Haken gemacht, dass der Pass halt richtig scheiße war. Da wollte ich halt dann nochmal den Doppelpass mit dem Ronaldo vorne spielen. So, das war obvious, dass der Ball da hinkommt, deswegen habe ich meinen Spieler einfach bis hinten hin durchgezogen. Nicht gut gemacht. Casillas ist da. So, 65. Spielen wir dem Gegner schön in die Füße. So, Bitsch-Theke. Oh, da ist hier irgendwer ganz frei und macht hier das Ding. Fuck, Mann, Alter. Kotzt einen richtig an. Aber naja, was willst du machen? Macht hier das 3:3 mit Marquisio anscheinend. Ich weiß nicht, warum die Mitte auf einmal so frei war. Ich meine, gerade die Mitte dürfte eigentlich nicht frei sein, aber ist halt so gewesen. So, wir machen natürlich keinen Anstoßtrick. Sondern versuchen uns drauf zu besinnen, irgendwie so nochmal ein Türchen zu machen. Wo ist der Ball? Jetzt anscheinend bei Sterling. So, Sterling will einfach mal über die Außen durchrennen. So, Eden Hazard lässt sich hier von Sterling machen. Alexis Sanchez. Boah, Marquisio, bombenstark, Alter. Ja, kam gerade noch irgendwie so mit der Grätsche rein, noch nicht mal ein Foul. Ich meine, öfter gibt es ja da auch mal einen Foul, aber Marquisio kriegt das auch ohnehin. So, Arjen hat ja ein bisschen Pace, ne? Hat ja ein bisschen Pace. Ah, ein bisschen zu früh geflankt. Ich dachte, er bringt die Flanke vielleicht ein bisschen näher vors Tor. Aber von da wäre jetzt natürlich ein Kopfball auch nicht so ganz gefährlich geworden. So, Sterling. Khedira. Bringt das Ding hier nochmal auf Nasing. Wo ist der Ball? So, haben wir. Spielen wir das Ding nach vorne. Mandzukic auf den Cristiano. Nehmen wir hier außen nochmal einen Eden Hazard mit. Ah! Ja, werden wir von Chiellini oder so abgedrängt. So, Benteke. Eden Hazard läuft aber gut mit nach hinten. Jetzt hier nach vorne nochmal in die Spitze. Ball durchlassen. Ah, hätte fast funktioniert. Ihr habt es gesehen. Scheiße. Kriegt Chiellini irgendwie noch einen Fuß dazwischen. So, schön das Ding hier erobert. Mandzukic aber nicht mit dem besten Einsatz. So, Marquisio holt sich jetzt hier den Ball. Ich hoffe mal kein Disconnect. Das wäre ja irgendwie wieder so typisch für Finals. Sieht mir aber stark danach aus. Wenn es so lange dauert, gibt es meistens ein Disconnect. Ja, gibt's auch, aber anscheinend sogar vom Gegner, oder? Ja, ist vom Gegner. Ronaldo Spieler des Tages mit einer 9,8, aber bringt uns jetzt auch nicht so viel weiter. Was ist denn das jetzt eigentlich? Darf ich nochmal spielen, oder was? Ja, war ein guter Gegner auf jeden Fall. Allerdings muss man sagen, ich glaube, eine Führung wäre eher für uns verdient gewesen, weil er halt einfach seine Tore durch einen Eckball und einen Anstoßtrick gemacht hat. Aber naja, können wir jetzt nicht mehr beantworten. Wir haben im nächsten Spiel nochmal ein Finale, weil das Spiel halt hier disconnected ist. Naja, ich würde mal sagen, das wäre es dann gewesen, ne? Haben wir jetzt 3 Sets hier, die können wir natürlich vor der nächsten Episode dann erstmal ziehen. Ich würde sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Beim nächsten Mal gibt es dann noch ein Finale. Tut mir leid, ich denke mal auch nicht, dass er gequittet hat, sondern dass das irgendein Fehler war oder sein Internet ausgefallen ist, was weiß ich. Auf jeden Fall würde ich sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.